So, da bin ich auch schon wieder. Moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt. Vielen Dank fürs Reinschalten zu einer weiteren kleinen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Und natürlich findet ihr, habe ich beim letzten Mal erst ganz, ganz zum Ende gesagt, den Link zum Download vom Mod unten in der Videobeschreibung oder eben sonst in Zukunft immer auch auf meiner Homepage. Ja, was haben wir heute Schönes? Ihr seht es im Titel, Kalkstation. Mich hatte das ja letztens in meinem eigenen Spielstand genervt, dass ich Kalk nicht direkt am Hof einkaufen kann, sondern irgendwie von A nach B fahren muss, um mir ein bisschen Kalk einzukaufen. Also habe ich auch hier, das ist noch kein großes Modding, ne? Also versteht mich da direkt richtig, denn ich bediene mich der normalen Map-Objekte, die es so gibt, und haue ein XML dahinter, die dann das eben kann, was ich gerne möchte. Das heißt, ich kann noch keine eigenen Objekte hier mit reinbauen, ich kann noch keine Trigger-Erweiterung reingeben, also von Gerd kam da gleich die gute Info. Ich hätte gerne, dass der Fermenter auch Ballen annimmt. Hätte sich da gefreut, war traurig, glaube ich, dass das nicht angenommen hat. Und das Problem ist einfach, ich kann keine weiteren Trigger aktuell einbauen, weil dafür bräuchte ich einen Giants Editor 9. Dann kann ich weitere Trigger einbauen und das Ganze noch ein bisschen schicker und schöner machen und so weiter und so fort. Aber bis das soweit ist, behelfen wir uns erstmal hiermit. Also das ist, ja, wie es im Titel schon steht, eine Kalkstation. Ich zeige euch das Ganze. Ihr könnt das Ganze bauen, platzieren über das bekannte Menü. Das Ganze ist in Container zu finden. Wenn ihr da jetzt rechts rüber scrollt, ihr seht es natürlich schon auffällig. Fettmods in der Kalkstation kann Kalk eingekauft und gelagert werden. Fettmods bei Production Display. So, also 25.000 kostet das Ding. Ich finde, ein bisschen sollte das kosten, aber auch nicht zu viel. Ich habe dem 150.000 Volumen gegeben. Ist ein bisschen mehr als das Standard Silo, was wir haben. Für gibt ja auch eins hier mit 60.000 Liter, das Edelstahl Düngertank. Da oben sehe ich jetzt gerade, steht auch noch die Fermenter-Übersetzung. Das ist natürlich gefixt, wenn ihr sie zum Download habt, die Version. Da steht dann nicht mehr Fermenter oben drin, da steht dann Kalkstation drin. Also da, ne, keine Panik. Und generell heißt es wieder, liebe Leute, wenn es euch gefällt, was ich hier mache, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da im YouTube-Video. Würde mich mega freuen über euren Support. Ja, das könnt ihr, seht ihr, ne, könnt ihr platzieren. Ihr könnt es mit der rechten Maustaste gedrückt halten, drehen und unten seht ihr, oder seht ihr, was es kostet. 25.000, ein paar zerquetschte. Ich habe hier vorne schon mal eins platziert. Testzwecken kann ich jetzt hier einfach auch noch mal eins hin platzieren, wenn ich das denn gerne möchte. So, ja, Kalk, nicht Dünger, ziemlich einfach. Hier ist jetzt 690 Liter sind hier noch drin. Man geht zum Schlüssel hier, kann sagen, wie viel Kalk man einkaufen möchte. Und vom Preis her ist es eigentlich in Ordnung. Ich kann hier 10.000 Liter Kalk einkaufen für 2.500. Das finde ich ist in Ordnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich glaube, der Kurs kommt ungefähr hin. Im Shop ist es ein bisschen teurer. Aber hier haben wir ja auch Menge und kaufen nicht auf Big Packs oder so. Ne? Wenn wir jetzt hier hingehen, sehen wir, wir haben 10.690 im Silo drinne. Ihr habt natürlich dann die Möglichkeit, ganz klar euren Kalkstreuer zu nehmen. Ähnlich wie mit dem Dünger auch. Fahrt zu dem Silo hin. Irgendwann wird er sagen, jo, ne? Oder ich glaube, sagt er überhaupt was. Naja. Hier oben, ne? Befüllung starten. Geht dann über Taste R. Könnt ihr euren Düngerstreuer vollfüllen oder euer Kalkstreuer in diesem Moment eben. Ja, und dann aber aufs Feld kalken und das Ganze eben schön praktisch am Hof platziert. Macht Sinn. Und ich meine, glaube ich, sogar wenn es nachher, wenn man jetzt überlegt, man hat davon eins für Kalk, man hat dafür eins für Dünger, dann ist es eigentlich auch schick. Also ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Außer natürlich, dass es nicht so ein Überladerohr hier gibt mit einer richtigen Textur. Das lässt sich aber so auch noch nicht richtig kombinieren. Ich sage, das ist alles Version 1. Es ist noch kein High-End-Modding, was ihr hier seht. Das ist halt die Startschüsse im LS22, um ein bisschen was Brauchbares zu liefern. Der Fermenter ist mit Sicherheit für ein oder andere schon brauchbar, aber ich weiß auch, viele können sich den noch lange im Spiel nicht leisten. Ich gehöre auch dazu. In meinem normalen Single-Let's Play werde ich mir den Fermenter noch lange nicht leisten können, weil erstens ist er teuer in der Anschaffung, zweitens habe ich gar nicht so viel Gras, dass ich den gut bedienen könnte. Und aber diese Kalkstation, ich glaube, die kann fast jeder auf dem Hof gebrauchen. Deswegen dachte ich, komm, die mache ich jetzt noch fertig. Die kommt heute Abend, also jetzt wahrscheinlich auch direkt zum Download raus. Das Video jetzt habe ich geplant für, ja, ich glaube 20 Uhr circa. Das ist jetzt gerade so, ja, 19 Uhr. Müsste noch gehen. Ihr könnt natürlich auch Kalk einlagern. Nicht das Problem, fahrt hin. Mit dem Anhänger kann man genauso vorfahren und irgendwann kommt das Symbol, überladen, starten, Kalk, jo. Also vielleicht habt ihr irgendwo anders Kalk noch übrig, Kalk eingekauft, keine Ahnung. Oder habt eben nachher zum Beispiel auch mehr Silos. Dann könnt ihr natürlich auch überlegen, dass ihr denn ja, vielleicht umlagern wollt. Keine Ahnung, was für Beweggründe das sein kann. Ich habe auch nicht genau verglichen, aber es müsste ja ungefähr hinkommen vom Einkaufskurs bei Kalkstationen auf der Map. Würde mich nochmal interessieren.
Hier können wir es, ne? Das funktioniert in beide. Man kann es einlagern. Ihr habt natürlich auch die Übersicht hier über das Menü. Falk aktuell 9862 im Lager. Und wenn ihr jetzt hingeht und sagt, also ihr habt dann noch ein bisschen mehr eingekauft. Keine Ahnung, wir kaufen jetzt nochmal 50.000 ein, weil wir es können. So, oder ne, ich rechne also 2.500 mit 10.000. Das machen wir mal schnell. Jetzt, achso, wollte ich nur zeigen. Jetzt seht ihr natürlich, dass ihr hier im Lager 21.000 insgesamt habt. Also das Ganze funktioniert schon mal. Das ist schön. Und natürlich, wenn euch der Mod gefällt, ihr wisst es, ne? So ein Liken, Kommentar. Wäre toll, hilft weiter. Vielen, vielen Dank. Und wir können natürlich noch einmal schnell schauen, wo die nächste Einkaufsstation ist. Vielleicht zeige ich euch auch nochmal kurz die Paletten, die es aktuell im Shop gibt. Für Kalk haben wir hier 2000 Liter für 350. Da ist also umgerechnet 105, das ist nicht pro 1000, ne? Lass das mal kurz. Dann zahlen wir hier praktisch 175, ne? Für Kalk pro 1000. Und würden auf 1750 kommen. Das ist okay, schon mal schön zu wissen. Wundert euch nicht über sowas. Also auch ich habe Wachstumsprobleme aktuell, ne? Also ich habe gespult und hin und her und getestet und irgendwie will das nicht wachsen. Ich habe neu angepflanzt und auf einmal wächst wieder was. Also es ist noch ein bisschen buggy, muss man sagen, hier auf den ersten Metern. Und ich glaube, die Kalkstationen sind wahrscheinlich ähnlich teuer, ne? Ich weiß gar nicht, warum sie die denn hier versteckt. Ich glaube, ich mache noch mal einen kurzen Break und dann schauen wir mal, dass wir einmal noch mal Kalk im Silo einkaufen, die Preise noch mal überprüfen und dann sehen wir uns gleich wieder. Fast angekommen, da bin ich zurück. Und zwar hier sind ja diese kleinen Standard-Kalkkauf-Silos auf der Map. Und hier haben wir ja auch das, was ich meinte, die haben zumindest ein Überladerohr dran, aber die kann man so nicht nehmen, weil man sonst nicht das gleiche Skript drauf kriegt. Dafür braucht man, wie gesagt, den Giants Editor in der Version mindestens 9. Damit wir da sinnig arbeiten können. Die Modding-Community wartet weiter sehnsüchtig auf den neuen Giants-Editor. Die werden langsam ungehalten. Ich meine, ich behelfe mich jetzt hier noch so ein bisschen mit XML-Übungen. So wie solche Mods eben jetzt. Oh, wusste ich gar nicht. Auch hier haben sie gar keine Partikelanimation. Ich hätte gedacht, hier haben wir eine Partikelanimation, also wie was aus dem Rohr rauskommt, aber ist auch gar nicht der Fall. Das wird mit Sicherheit dann auch irgendwann mit Mods bestimmt ins Spiel reinkommen. Ich kaufe einmal ziemlich exakt 10.000 Liter Kalk ein. Und zahle dafür 1800 circa. Also noch mal ein bisschen mehr als aus dem Shop. Aber ich werde mal gucken, wenn ich überlege, jetzt lasse ich mir zum Hof ein bisschen was liefern. Das macht ja durchaus Sinn. Ich kann es leider nicht staffeln. Also dass man sagen würde, wenn man 10.000 einkauft, zahlt man so viel. Wenn man 50.000 einkauft, zahlt man so viel. Das geht leider nicht. Das wäre natürlich nice, aber das habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber wenn wir hier 10.000 kaufen, zahlen wir halt 2.400. Das ist mir dann ein ganz, ganz bisschen zu viel. Ein bisschen mehr möchte ich zahlen, weil man kriegt es ja praktisch geliefert. Bin ich durchaus bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, aber zu viel sollte das nicht sein. Ne? Ja, also von daher, ich werde noch ein ganz bisschen am Preis schrauben. Ihr habt gesehen, den einen hier, natürlich einmal den Text werde ich noch korrigieren. Dann lade ich das Ganze hoch und dann dürfte es auch gleich schon verfügbar sein. Wie gesagt, auf meiner Homepage findet ihr die Links oder auch die Mods noch mit dem Infovideo dazu. Und es gilt auch für diesen Mod natürlich, wenn ihr auf anderen Modding-Portalen aktiv seid, stellt den Link gerne dort ein. Also stellt den Mod gerne dort ein, aber dann bitte mit dem originalen Download-Link. Das wäre fair. Auch wenn das hier noch kein High-End-Modding ist, sind es ja trotzdem kleine Spielemodifizierungen. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere kann hier die Kalkstation brauchen und ja, wird in Zukunft dann sein Kalk am Hof auffüllen, ne? Gut, also liebe Leute, das war's. Gleich theoretisch auf Twitch ein bisschen Werbung. Müsste Shelly unterwegs sein, aber nur wenn ihr jetzt tatsächlich das Video ziemlich zeitig am Dienstagabend gesehen habt und nicht erst ein paar Tage später. Danke euch für Support. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mod aus der Mod-Vorstellung, ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.